Möge heute alles glatt laufen, keine komischen Geräusche, kein komisches Rattern im Motorraum, keine Motorkontrollleuchte, die plötzlich angeht und vor allem, am allerwichtigsten, keine unerwarteten Kosten. Ich wurde geblitzt. In diesem Moment können wir alle sehr schön sehen, wie der Bro direkt vor uns ein kostengünstiges neues Passbild bekommt. Jetzt könnte man diesen Moment zur Annahme nehmen, Digga, vielleicht sollte ich mal meine Geschwindigkeit überprüfen und irgendwie auf die Bremse gehen? Nee. Ich habe gerade noch gebremst, weil ich gesehen habe, dass er geblitzt wurde. Mann, das kann doch nicht sein! Mann, da wird man vorgewarnt, weil dieser Ehrenmann auch geblitzt wird. Und ich dachte noch, er wird geblitzt. Und geh mal lieber auf die Bremse. Und dann werde ich auch geblitzt. Alright. Da vorne kommt gleich nochmal eine Blitzerampel. Diesen hier. Blitzer? Ja. Ich glaube es nicht. Fester Blitzer in 100 Metern. Ist jetzt 30. Ich bin völlig verängstigt. Fahr einfach langsam. Da ist er. Ja, das finde ich auch nicht. Bro, warum? Junge, wie viele Blitzer soll ich noch aufnehmen? Kein Bock mehr auf dich. PM. Er hat irgendwas, er hat ein Pappmoschee-Schild. Ach Bro, du bist so ein Digga, mein Gott, warum ist man so ein blöder wirklich? Du hast doch auch eine Lücke, Mann. Hat er nicht, oder? Doch, hatte er. Nein. Safe hatte da irgendeine. Nein. Ja, nicht mal ein Danke, nix, gar nix, Mann. Wir hatten wirklich keine Lücke. Ja gut, Alter. Ja gut, hab ich gesagt. Und trotzdem treff ich deinen Kopf, wenn ich auf dein Geld schieße. Genauso wie auf die Party in meiner Bruder, tranquilo, hol dir ein Kilo. Oder ein halbes Kalmati, calma amigo. Sie machen auf Chico. Mach nicht auf Chico.